herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Banished hier auf MicroHazard TV. Ich weiß, es ist lange her, dass die letzte Folge von Banished online kam, beziehungsweise die bisher letzte, die bisher kam. Und ja, ich dachte mir, wir werden mal hier ein bisschen was zeigen wieder. Wir haben ja nur noch zwei Einwohner. Also einmal Elba und Late. Beide männlich, beide schon in etwas höherem Alter auch. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird unser Ort Dustree aussterben und zu einer Geisterstadt werden. Aber das müssen wir mal abwarten. Vielleicht kriegen wir halt doch noch Nomaden, was ich irgendwie ja nicht mehr erwarte. Aber gut, wir können es ja versuchen. So, was gibt's noch zu tun? Eigentlich arbeite ich mit den zwei jetzt nur noch am Überleben. Wir haben ein bisschen Holz da, wir haben noch ein kleines bisschen Stein, ein bisschen Eisen, Brennholz, ja, Nahrung haben wir. Ich tue hier halt immer so einteilen, gerade arbeitstechnisch, dass sie sich am Leben halten können. Der eine macht gerade Holz, der andere macht Nahrung quasi. Und ja, wenn das Brennholz runtergeht, dann muss halt wieder so nach dem Motto Brennholz gehackt werden. Aber das ist an sich alles kein Problem. Wie gesagt, wir haben nur nicht mehr genug Leute, um irgendwas sonst machen zu können. Ich werde die Zeit jetzt ein bisschen beschleunigen, weil es bringt ja sonst nichts. So, wir haben Herbst. Die Bäume sind alle schon braun quasi. Jetzt verlieren sie ihr Laub und dann geht es bald in den Winter. Es wird regnerisch, es wird kälter. Wir haben noch 3 Grad. Ja, wir gucken mal, was noch wird. Aktuell, ich kann euch ein nichts Neues zeigen, weil mit zwei Leuten, was soll ich da machen, ne? Klar, ich könnte jetzt irgendwo hier ein Feld hinstellen. Und was habe ich davon? Nichts. Ich kann das Feld ja nicht bewirtschaften. Da braucht man recht viel Personal für. So, es hat einfach an zu schneien in der Zwischenzeit. Wir haben bei minus 3 Grad jetzt gerade schon das Brennholz ein bisschen im Auge behalten. Mal gucken, haben die noch. Der hat noch 10 im Haus und der hat noch 26. 100 haben wir noch im Lager. Wenn nicht, werden wir mal einen jetzt abstellen zum Holzhacken. Soll einer mal Holz hacken und weiß ich nicht, wer das macht. Der Late macht das, okay. Wir haben ja 110, 112 Stämme hier drin. Kann sie ja natürlich ganz gemütlich hacken. Ja, wie gesagt, wir können eigentlich nichts weiter machen. Ihr wisst ja, es ist ja alles infolgedessen des Großbrandes aus Folge 16. Ist jetzt das quasi dem Untergang geweiht. Der Brand hat es, also der Brand war die Hauptursache infolgedessen, also ja, in Tateinheit quasi, aber infolgedessen gab es ja dann Hungersnot, weil uns die zwei Scheunen, die wir hatten hier hinten ja auch noch eine stehen, weil uns die zwei Scheunen, die wir hatten, abgebrannt sind, wo alle Nahrungsmittel, Vorräte demzufolge drin waren und wir die nicht schnell genug wieder aufgebaut hatten, weil uns auch das Baumaterial fehlte. Ja, Ende vom Lied war, dass es halt ja nicht weiter brauchbar war quasi. Es war nicht mehr nutzbar, unsere Nahrungsmittel, die wir noch hatten, nach dem Motto, weil halt alles abgebrannt ist. Und dadurch ist in der Folge dessen natürlich dann der ganze Ort, die ganze Bevölkerung, wir hatten ja fast 30 Bevölkerung gehabt, alles viele verhungert, unter Hungersnot weggestorben. Und ja, im Laufe dessen wurde es immer weniger, die Hungersnot hat eine Familie überlebt, in diesem Haus glaube ich, was jetzt unbewohnt ist in der Zwischenzeit, aber wir hatten noch 3 Kinder bekommen, aber leider ist das einzige Mädchen, was sie bekommen hatten, irgendwie muss es hier Inzest gegeben haben, keine Ahnung, aber das einzige Mädchen, was sie bekommen hatten, weil die war dann nochmal schwanger gewesen, ich weiß nicht, ob es von ihren Brüdern oder von ihrem Vater, keine Ahnung, aber war jetzt schwanger, ist aber leider bei der Geburt verstorben, so nach dem Motto. Und ja, wir können das hier unten im eigenes Protokoll alles nachlesen. Wir können mal gucken, ob wir den Eintrag noch finden. Hier wurde Late geboren. Hier, Amy Sammler ist während der Geburt gestorben. Im Frühsommer 12, das ist jetzt
Ja, 7 Jahre, nee, Entschuldigung, 9 Jahre her. Und ja, wir haben nun keine Frau mehr hier quasi, keine weibliche Bewohner mehr, nur noch die beiden Brüder, Elber und Late, die hier fleißig noch am Arbeiten sind quasi. So, wir werden das Holzhacken mal wieder beenden. Es ist ja schon wieder bedeutend wärmer geworden. Und werden mal wieder für Holz sorgen. Ja, Nahrung haben wir. Der eine Sammler tut uns mehr als genug Nahrung beschaffen quasi. Wir könnten natürlich auch statt Holz vielleicht ihn mal auf die Heilung setzen, auf den Heiler, aber es geht denen auch beiden nicht besonders gut, wenn ich das richtig sehe. Also Late, ja, anderthalb. Und Elba wird auch nicht besser sein. Ja, auch anderthalb. Zufriedenheit ist natürlich auch im Keller. Ist ja klar, ich meine, ich kann ja hier nichts weiter machen mehr, ne? Wir warten im Prinzip eigentlich nur noch, dass die beiden sterben und dass es so Geisterstadt wird. Wenn wir natürlich Glück haben, kommen vielleicht noch doch noch Nomaden. Ich bezweifle es aber allerdings, ganz ehrlich. Es ist nicht verboten, keiner Nomadenantrag gestellt halt. Nomaden können halt Krankheiten reinbringen. Das ist richtig. Sie können Krankheiten reinbringen in die Stadt. Aber ganz ehrlich, wenn man eh keine Bevölkerung hat, was nützt einem eine, was schadet einem eine Krankheit? Es könnte zumindest helfen, den Ort wieder auferstehen zu lassen. Wenn auch vielleicht nur für kurze Zeit, aber in der Zeit könnte man es vielleicht schaffen, ein Krankenhaus zu bauen, um vielleicht die, ja, die betroffenen erkrankten Personen heilen zu können und dann das Tier wieder zu retten. Der Punkt ist, und dafür brauchen wir Nomaden. Und solange wir keine Nomaden haben, wird hier nichts passieren. Ich würde ja sagen, ja, lasst uns den Handelsposten wieder aufbauen quasi, aber wozu? Hat jetzt nicht wirklich den Effekt. Wir könnten mal auf Ausbessern klicken. Dieses Gebäude wird zurzeit ersetzt. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir unseren tollen Heiler, wir haben ein bisschen Leben wieder, ein bisschen Gesundheit wieder dazu bekommen. Aber wir werden den Heiler jetzt trotzdem mal wieder abschalten, weil wir möchten, dass er vielleicht hier am Handelsposten arbeitet. Was er denn hoffentlich vielleicht auch tut. Mal gucken. Oder habe ich dafür, oder wollte ich dafür einen Bauarbeiter? Muss mal gucken. Brauche ich dafür einen Bauarbeiter? Ja, ich brauche dafür einen Bauarbeiter. Dann nehmen wir jetzt einen Bauarbeiter. So. Und dann soll der sich mal darum kümmern. Wenn sie nicht vorher schon erfrieren oder absterben, also absterben, wegsterben, weil sie zu alt werden. So, was macht jetzt Elba? Wenn dann 50 Jahren kümmert er sich jetzt hoffentlich gleich. Ja, macht er. Okay, um den Handelsposten. Er ist immer noch der Einzige, der immer noch in der Asche steht vom Brand quasi die ganze Zeit. Weil der Handelsposten bringt uns natürlich auch keine Menschen. Wir könnten zwar handeln, wenn dann würde vielleicht ein Boot kommen wieder, was uns irgendwelche Handelsware bringt, aber das nützt uns ja auch nichts. Und ja, wir können jetzt nur abwarten, was noch passiert im weiteren Verlauf. Die Jahre vergehen. Wir haben jetzt schon wieder Frühwinter 21. Ja, es ist echt kalt, minus 8 Grad schon wieder hier. Aber die zwei tun, was sie können, um am Leben zu bleiben. Ich werde, glaube ich, jetzt den zweiten auch mal vom Nahrungssammeln abziehen. Wir haben jetzt 1000 Nahrung drin. Das ist nicht gerade wenig. Bei zwei Leuten ist das doch recht gut. So, wir werden jetzt hier, da muss noch ein bisschen was weggeräumt werden. Wir werden das jetzt hier machen, hoffentlich. Kümmern sich drum, haben wir den Bauarbeiter weg, dass das schneller geht. Und dann müssen sie natürlich Baumaterial liefern. Und da wird uns das Steinen wieder fehlen und das Eisen sowieso. Holz wäre nicht das Problem, könnten wir zusammenkriegen noch, aber Stein und Eisen wird dann wieder definitiv an Mass fehlen. 80 Steine, wenn wir benötigen, haben wir nicht. 40 Eisen, wenn wir benötigen, haben wir auch nicht. Bringt uns also jetzt nicht so viel. Wir haben jetzt auch nicht, dass hier irgendwo groß jetzt noch Stein rumliegen würde. Können wir mal ein bisschen rauszoomen, ob wir irgendwo noch ein paar Felsen rumliegen sehen. Ja, hier hinten, aber das ist alles weit weg schon. Ne? Gerade im Winter ist das dann echt schlecht. So, hier ist noch ein Haufen Stein hier. Aber es ist alles weit weg schon.
Hier noch ein kleines bisschen. Ja, es ist, hier hinten liegt natürlich wahnsinnig viel Stein rum und Eisen, ne? Aber der Punkt ist, es ist eigentlich einfach alles zu weit weg, weil ich alles, was in der Nähe ist, natürlich schon abgebaut habe. Die beiden beschaffen irgendwie gerade Eisen, ich weiß gar nicht warum. Die latschen hier hinten irgendwo hin. Verfolgen wir ihn mal. Ach, hier hinten habe ich Stein oder und oder Eisen markiert zum Abbauen. Ah, okay. Können wir mal nochmal hier mit Stein rübergehen, markieren. Jetzt natürlich wahnsinnig viel, was ich jetzt markiert habe. Ein bisschen Eisen werden wir ja auch noch brauchen. Also markieren wir auch noch ein bisschen Eisen. So, jetzt. Die Fläche ist schon markiert, größtenteils hier hinten. Okay. So, ja, wie gesagt, der breite Weg hier wurde, habe ich angelegt zum Brandschutz infolgedessen quasi. Also infolge des großen Brandes habe ich den Weg angelegt, um halt, sollte das Tier es schaffen, wieder aufzuerstehen, nicht nochmal komplett abbrennt. Ich würde dann eine Scheune, eine zweite Scheune auch definitiv dann hinter diesem Bereich setzen, damit halt immer wenigstens so eine Scheune überlebt. Das sind jetzt fünf Bereiche, also fünf Gehwegbreite. Eine dicke Straße, so nach dem Motto. Das ist halt wichtig, damit das Feuer da wohl nicht übergreifen kann. Also über fünf Straßenabschnitte sollte es, glaube ich, nicht rüberkommen. Der Brunnen hat damals im Brandfall und das Wasser hier direkt am Anschluss nicht viel gebracht. Die haben zwar alle sich darum gekümmert, mehr oder weniger das zu löschen, aber es hat nicht sollen sein. Folge 16 könnt ihr das alles nochmal nachgucken, wie das alles verstorben ist, alle. Ja, hier liegen noch zwei Gräber. So, naja, sie beschaffen jetzt ein bisschen Stein, das ist schön, aber wir brauchen 80 Stein, das wird so schnell nicht passieren, dass wir das erreichen. Von daher, wie alt sind denn meine Herrschaften hier? 52 und 63. Die können aber theoretisch auch jederzeit wegsterben, ne? Und ja, was soll ich machen? Ich meine, ich kann nichts mehr machen hier. Ich kann jetzt nur noch warten, ob was passiert. Ob ich vielleicht noch Nomaden bekomme. Allerdings sieht es schlecht aus, dass ich da noch welche bekommen werde. Schon schön, dass hier schon die Rehe in der Stadt rumlaufen, ne? Weil sie sagen, oh, da ist eh keiner. Da stört uns keiner, da können wir ganz gemütlich grasen. Ja, wir haben es mit letzter Kraft, mit der letzten Familie halt geschafft, hier immerhin ein bisschen was aufzubauen. Wir haben ein paar Häuser, immerhin stehen ja zwei Häuser leer. Wir haben immerhin noch ein Lagerhaus, wir haben zwei Lagerflächen, wir haben einen Friedhof. Na gut, der war vorher schon da. Aber wieder aufgebaut haben wir halt hier fast alles. Bis auf ein Gebäude ist ja alles abgebrannt hier. Wir haben Notunterkünfte gebaut gehabt. Wir hatten das Rathaus noch gebaut, damit wir überhaupt Nomaden kriegen können. Also für den Fall, dass welche kommen, bräuchten wir natürlich nämlich das Rathaus, um die überhaupt aufnehmen zu können. Das war hier übrigens die Mutter, ne? Valerina war die Mutter von den beiden. Deswegen, ich habe ja erwähnt gehabt, dass die letzte schwanger gestorben ist. Ich meine, an sie ist sie als letzte gestorben, aber sie war eh schon zu alt, war, glaube die das Kinderkriegalter quasi, das Geburtsalter, das ist hier bis 50, glaube ich, und danach kann man hier, glaube ich, keine mehr bekommen in dem Spiel. Und die war halt schon über 50, deswegen von daher halt nicht mehr mitgezählt. So richtig. Ja, sie holen immerhin so ein bisschen Eisen und also vor allem Stein gerade so ein bisschen ran. 48 haben wir schon. Ja, leider ist aus Dastu jetzt nicht mehr geworden. Schade, schade. Hätte euch gerne mehr gezeigt, es ist noch so viel übrig. Steinhäuser haben wir nicht gesehen. Hätte ich sogar das Baumaterial dafür. Wahnsinn.
Unterkünfte habt ihr gesehen, die stehen hier. Tunnel, gut, braucht man nicht unbedingt, aber eine gepflasterte Straße. Den Markt habt ihr nicht gesehen. Hier, so sieht er aus. In voller Größe. Ist recht groß zwar, aber er versorgt einen großen Bereich. Handelsposten habt ihr kurz gesehen, Folge 16 war er ja fertig. So, sie haben alles weggeschafft, wir haben 50 Stein, naja. Vor allem auch noch Holz besorgen müssten, Holz reicht ja auch noch nicht. Vor allem hier, wir haben kein Krankenhaus, wir haben keine Schule mehr, gesehen habt ihr sie aber, ich habe es euch einmal aufgestellt. Wir haben keine Kirche hier, so würde die übrigens aussehen. Damit ihr sie mal gesehen habt, wenigstens. Klar, den Friedhof, den habt ihr gesehen. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Acker anzulegen. Hier könnte ich einfach einen raufsetzen, einfach einen Acker auf die Fläche. Acker ist zu klein. Ah, Mindestgröße ist also 4x4, ja? Das ist die Mindestgröße. Ah, okay. Natürlich eine Obstplantage. Ein Obstgarten könnte man machen. Eine Viehweide. Kann man alles machen. Eine Fischerhütte habt ihr noch nicht gesehen. Schade, schade. Schneider habt ihr gesehen. Was Wirtshaus, die Mine, der Steinbruch. Da alles noch nicht gesehen. Kann es euch leider nicht mehr zeigen, weil die hier definitiv vorher wegsterben werden. Wahrscheinlich bevor hier Nomaden kommen, wenn überhaupt welche kommen. Ich weiß ja nicht, was die Bedingungen dafür sind. Ob man da eine florierende Wirtschaft quasi haben muss für. Wir haben immerhin zwei leerstehende Häuser. Wir haben Notunterkünfte, die auch leer stehen, wo Platz wäre für Menschen. Wir haben ein bisschen Nahrung, wir hätten Arbeitsplätze an Mast zur Verfügung. Hier hinten ist alles. Wir haben den Jäger hier, der ist komplett frei. Kräutersammler, dieser Normalsammlerhütte, das Forsthaus, alles Personalmangel quasi. Mal gucken auf die Personalliste. Wir bräuchten 4, 7, 8, 12, 14. 15 könnten wir sofort einen Arbeitsplatz verschaffen. 15 Leuten. Ja, aber es wird nicht passieren. Das denke ich. So, wie alt sind denn jetzt unsere Leute hier? 67 und 56. Gut, in der Folge wird anscheinend Dusty noch nicht aussterben. Das ist vielleicht in der nächsten Folge. Ich muss mal gucken, ob hier noch was passiert. So, wir sehen uns also dann wahrscheinlich in der nächsten Folge noch wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!